Topspiel in der Kreisoberliga Wiesbaden. Die Fußballvereinigung Kastell empfängt Hellas Schierstein. Beide Teams sind punktgleich an der Tabellenspitze. Mit einem besseren Torverhältnis hat Hellas derzeit die Nase vorn. Ob sich das heute nach dem Spiel ändert, werden wir sehen. Das Ganze gibt's wie immer bei FUPA. Bereits in der 19. Spielminute geht Kastell 06 in Führung. Einen Freistoß aus dem Halbfeld fälscht Hellas Keeper Wojciech Schrilecki unglücklich ab und verändert die Flugbahn des Balles. Der Treffer wird demnach als Eigentor gewertet. Und wir gehen rein in den zweiten Durchgang. Die Schiersteiner sind jetzt besser im Spiel und drängen auf den Ausgleich. Dann ein Freistoß in der 56. Spielminute. Edis Sikiric legt sich den Ball zurecht. Alles rechnet mit einer Flanke. Aber nein, Sikiric bringt den Ball direkt aufs Tor. Wunderschöner Treffer zum Ausgleich für Hellas Schierstein. Wir befinden uns jetzt in den letzten 10 Spielminuten. Die Partie hat ihren emotionalen Höhepunkt erreicht. Schiedsrichter Alexander Hennig ist nun gezwungen, eine gelbe Karte nach der anderen zu zeigen. Nicht etwa wegen groben Foulspiels, sondern immer wieder wegen Meckerns, hauptsächlich seitens der Gäste. Große Torchancen spielt sich jedoch keine der beiden Mannschaften mehr heraus und so bleibt es beim gerechten 1:1. Ja, 1:1 im Topspiel. Ihr habt am Ende mehr Spielanteile gehabt. Fühlt sich für euch an wie ein gewonnener Punkt oder wie zwei verlorene? Nee, ehrlich gesagt, ich spiele ungern auf Unentschieden. Ich gehe auf volles Risiko. Die Jungs haben alles versucht, aber die Kasteller haben wirklich sehr gut dagegen gehalten und wir können auch zufrieden sein mit diesem 1:1. Ist okay, zweite Halbzeit war unser Spiel. Erste Halbzeit haben Kastell ein bisschen mehr Anteile gehabt. Da haben meine Spieler besser gesagt, ein bisschen mehr zurückgezogen und die sehen sich. Aber ich denke mal, beide Trainer können mit diesem Unentschieden zufrieden sein. Es gab dann von eurer Seite, größtenteils von den Zuschauern am Spielfeldrand, auch einige Beschwerden über den Schiedsrichter. Wie haben Sie das gesehen? Also Schiri hin und her, es ist sehr schwer für den Schiri, hier auch alleine. Wir wünschen uns auch, glaube ich, jeder Trainer in der Kreisoberliga, dass wir auch mal mit Linienrichter auch hier spielen. Okay, es wird ein bisschen mehr Geld kosten, aber ich denke mal, jeder Verein kann das bezahlen. Es ist auch besser für die Spieler und für das Spielverlauf und so, wenn ein Linienrichter da ist und wirklich den Schiri auch drinnen helfen kann. Abseits hin und her, es ist schwer zu entscheiden. Viele Leute haben es gesehen, das war kein Abseits. Zwei Handspiel, eine kann man sagen, okay, Hand war ausgestreckt, andere war am Körper. Man kann viel darüber reden, aber ich weiß ganz genau, wie schwer wir das für Schiri sind, diese Entscheidung. Und das sind Sekunden, wo der entscheiden muss, aber man kann nicht alles auf den Schiri geben. Das ist unsere Sache. Wir hätten das Spiel auch anders entscheiden können, aber hat leider nicht geklappt. Ja, 1:1 nach Führung. Wie zufrieden seid ihr jetzt mit dem Punkt? Wir sind gar nicht zufrieden. Wie bereits gesagt, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Wenn wir 1:0 führen, 2:0 erzielen, gerade in der Schlüsselszene, dann das Tor wieder aberkannt bekommen. Es ist natürlich traurig, aber da geht es jetzt nächste Woche gegen Biebrich weiter und dann wollen wir wieder gewinnen. Was denkt ihr, wie wichtig dieses Spiel jetzt war, wenn es auch gerade am Ende um die Meisterschaft geht, ein 1:1, läuft es dann auf das Zweierduell am Ende hinaus? Glaube ich kaum. Also Norrenstadt, ich weiß nicht, wie viel die heute gespielt haben, aber wenn die gewonnen haben, sind die auf 2 Punkte ran. Das heißt, es ist schon mal ein Dreierkampf und da gibt es noch Nauru, Türkisch SV. Das sind auch konstante Mannschaften, die immer wieder gewinnen werden und ich denke, die werden auch oben anschließen auf jeden Fall. Es wird bestimmt so ein Dreier-Viererkampf, aber wir lassen uns überraschen. Wir wollen unseren Weg gehen, unser Weg führt nur über Siege und dann schauen wir, was dabei rauskommt.